Ich möchte jetzt auf diesem Teller so eine Bubble-Glasur herstellen. Dafür brauche ich natürlich die entsprechende Glasur. Ihr braucht einen schmalen, hohen Behälter, einen Strohhalm, etwas Spüli, eventuell etwas Wasser und eine Glasur in Grobe oder Unterglasur. Das Wichtige in dem Fall ist einfach, dass es etwas nicht Laufendes ist. Bei einer Ingobe ist es dann halt einfach so, dass die gewissen Bubbles dann halt ein bisschen erhöht sein können. Also, ein Esslöffel. Ein zweiter Esslöffel. Ein Esslöffel Wasser. Abkratzen, ja, schade um die schöne Glasur. Und einen kleinen Spritzer, naja, einen großen Spritzer, ungefähr einen Teelöffel, Spüli. So, dann gut umrühren. So, dass die Glasur nicht mehr am Boden festsitzt und es wirklich alles schön verteilt. Es sollte halt genug Material sein, damit der Strohhalm auch wirklich gut reingeht und ihr da halt auch richtig pusten könnt. Nehmt eine Schürze oder irgendwas, deckt euren Tisch ab, wenn der nicht schmutzig werden darf, weil das spritzt natürlich, wenn die Blasen dann platzen. So, jetzt hält man das ein bisschen schräg, den Strohhalm in den tiefsten Bereich, damit wir auch gut Bubbles machen können. Tada! Bubbles! Wenn ihr das jetzt noch mit einer Glasur überziehen wollt, dann nehmt natürlich eine transparente oder eine halbtransparente und tupft das vorsichtig mit einem Schwamm drauf, anstatt mit dem Pinsel zu streichen, damit ihr das Muster nicht verwischt. Alles klar, viel Spaß beim Testen!